Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, dem Sevita Let's Player. Wir sind heute wieder auf Bremen 2024 unterwegs. Wir fahren die Linie 95 von Groen zum Betriebshof Blumenthal mit einem MAN A40. Ja, die Fahrzeit beträgt hier um die 30-35 Minuten, je nachdem, wie OMSI so mitmacht, kennt ihr ja. Fahrzeug muss ich euch ja nicht vorstellen. Heute haben wir vorne auch zwei Außenschwenktüren, beziehungsweise gut hatten wir auch in der letzten Folge. Wir können das auch noch ändern. Zu Außenschiebetüren können wir hier einmal in den Einstellungen rein. Fahrzeugkonfiguration und Tür 1. So, da haben wir einmal die normalen Innenschwenk und hier einmal die Außenschwenk. Genau, gut. Ja. Wir lassen mal die Außenschwenktüren dort. Ich muss mal hier eben kurz mein Handy auf stumm machen. So, ja, dann rüsten wir den Bums hier schon mal auf. Die Sonne knallt. Wie ihr kennt, wie ihr wisst, starten wir mal den Bums von hinten. Oh, schön. So, Licht machen wir an. Fahrgastlicht machen wir auch mal an. Ja, 4 Minuten haben wir noch. Wir machen mal hier, ja gut, wir machen es mal auf 1 Minute. So, Starthaltestelle ist hier, beziehungsweise Starthaltestelle ist dort an der Taunusstraße. Ja, eigentlich auch hier schon, aber gut. Ja, Taunusstraße auch 14 Uhr, gut. Dann richten wir uns hier nochmal den Fahrerarbeitsplatz ein. So sollte ganz gut sein. Legen den Gang ein, lösen die Feststellbremse und fahren dann ab zur Taunusstraße. So, ja, da ist frei. Da ist nicht frei. Man kennt es. Was zu trinken habe ich mir hier auch wieder nicht vorbereitet. Ja. Der vergessliche alte Herr, würde man jetzt behaupten. Er hat Alzheimer oder so. Nein, so alt bin ich ja noch gar nicht. So, Taunusstraße. So. Moin. Oh, ist Moin. das kalt hier. Tut mir leid, der Bus heizt gerade. Ja, Fahrgastheizung ist an. Alles klar, können wir weiter. So, ja, wie ich in den Kommentaren schon gelesen habe, haben viele gar keine, beziehungsweise auf Steam keine Nachricht bekommen, dass Bremen Nord ein Update hatte, also Bremen Nord modern. Die 2024er Version 2.1, glaube ich. Könnt ihr mir, ja gut, ich glaube 2.1. Müsste ich nochmal nachlesen. Aber irgendwie so war das ja. Ja. Nö. Dann habt ihr von mir Bescheid gekriegt, dass das so ist. Fahrschein verkauft, beziehungsweise Fahrpreise wurden ja auch angepasst. Dies und das. Kleinigkeiten. Betriebshof, wo wir jetzt noch hinfahren, oder unsere Endstation ist, den gibt es Moin. auch nicht mehr so ganz. Guten Tag, moin. Der ist auch nicht mehr so ganz da. Ja. Wir werden uns das aber alles mal angucken. So, die Linie 95 hier ist ja schon länger so bestückt. Ersatzhaltestelle werden wir auch anfahren, die wir letzte Folge nicht angefahren sind. Schönebecker Straße. Hier ist, glaube ich, auch alles 30, soweit ich mich erinnere. Ich glaube schon. Na gut, ob wir jetzt hier 35 fahren. Ja gut, wir sind hier ein Personen-Dingens, ne? Will ich mich nicht so anlegen. Sonst kommen wieder die Kommentare. Das geht nicht, das geht nicht. Aber doch üben wir schon.
Seht ihr ja. So, Schönebecker Straße. Guck mal, wir sind genau pünktlich. So muss das. Ja. Ne, wie gesagt. Ach, Omsi, komm. Wir wollen weiter. Deswegen dauert das manchmal auch so lange. Beziehungsweise, ne, die Fahrt. Oder die Folge wird so lange. Weil Omsi immer diese Mikro-Ruckler hat. Aber kann man ja auch leider nicht abstellen. Aber ich sag auch nichts, bevor wieder die Kommentare kommen. Dein Omsi läuft so flüssig. Nee, es gibt auch Tage, wo Omsi einfach grottenschlecht läuft. Hallo, was geht? Einmal erwachsen. Einmal erwachsen. 3 Euro. Nee, doch. Ein gibt es wieder. Danke. Jo, bitte. Was haben wir hier eigentlich in der Mitte für Türen? Ah, Außenschwenktüren. So. Alle klar, wunderbar. Kronmarkt, nächste Haltestelle. Kommt der Kollege uns auch entgegen? Kronmarkt. Fährt er auch nach Kron? Ne, der fährt die 94 nach Masel. Moin, moin. Wir das Rollo hier auch wieder ein Stück hoch machen. Das sind alles hier die gleichen Abstände. Außer Bahnhof Fegesack mit 14.08 Uhr. Da stellen wir aber, glaube ich, ein bisschen die Zeit vor. Und ich glaube, soweit meines Wissens oder meines Wissens wird da der Bus rappelvoll einmal. Naja, gut. Bahnhof Blumenthal fahren wir ja auch noch. Ja, kommt hier rein. Alter, ist ja so kalt hier. Was ist denn los? Mahlzeit. Eine Tageskarte, Preisstufe 8. 50 und 1 Euro. Danke. Bitteschön. So, Ampel ist noch grün. Ja. Ampel ist noch grün, so muss das. So. Nächste Haltestelle, Bahnhof Fegesack. Bahnhof Fegesack. So, hier können wir uns doch auch easy runterrollen lassen. 5 nach Hamel, ja gut, 2 Minuten kann ich dann gleich vorstellen. Jetzt kann ich mich eh rollen lassen, ist eh 50. Ja, beziehungsweise, nee, wir haben eine rote Ampel. Und wir können gleich nach Stade fahren. Über die Bundesstraße. So, einmal Haltestellenbremse drin hier. Mein Gott. Gut. Die roten Ampeln, wie wir sie lieben. Und Omsi Navigation hat sich immer noch nicht geupdatet, dass wir da nicht lang können. Wegen der Baustelle. Die Ersatzhaltestelle müsste auch drinnen stehen, ne? Ja, Gerhard-Rolf-Straße, Ersatzhaltestelle. Aber dieser Bus hat es nicht so mit der Heizung, habe ich das Gefühl. Der kriegt das nicht so richtig hin. So, irgendwie müssen wir jetzt hier auch, glaube ich, nicht die Zeit vorstellen. Vielleicht eine Minute, da die Ampel uns hier so viel wegnimmt. Ja, haben wir hier eigentlich... Achso, wir haben die alten Bildschirme drin. Gut, hätten wir jetzt auch noch konfigurieren können. Aber, ja, lassen wir so. So, ja, eine Minute. Hier die 92. So. Können wir eine Minute vorstellen? So, ja, gut. Wird noch ein bisschen voller. Mahlzeit, moin. Mahlzeit, moin. Moin. Ja, gut. Die Fahrgäste, die müssen auch hier erstmal ankommen.
Moin, Tiet. Moin. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte, jo. Kriegen wir hin. 8,50 gibt's. 50 und einen zurück. Jo, bitte. Kein Problem. Moin, Tiet. Moin. So, da fahren, glaube ich, alle. Jetzt klar. So, und dann Abfahrt. Abfurz. Hinter uns ist auch ein Bus. Ups. Ja, die ganzen alten Neoplans, die fahren auch gar nicht mehr als KI-Bus. Fällt mir gerade mal so ein. Da war ja eine Zeit lang, als Bremen damals rauskam. Alter, was ist mit der Bremse los? Stehen wir doch hier wieder in den drinne. Ups. Ja gut, hätten wir jetzt gar nicht machen brauchen. Was ist hier los? Achso, da will jemand rechts abbiegen, glaube ich. Na, was ist denn hier los, Leute? Muss ich nochmal auf den Fahrplan gucken. 31 sollen wir da sein, okay. Ja, jetzt ist die Ampel wieder rot. Schön, schön. Ah ja, ja, wie gesagt, hier rechts kommt man ja gar nicht lang jetzt, wegen Baustelle. Ich weiß auch gar nicht, warum die Ampel hier nicht abgeklebt ist. Das ist immer so eine Frage für sich. So. Wie die Heizung läuft. Da können wir auch, glaube ich, nicht mehr mithelfen, ne? Na gut, außer die noch anstellen. Im kurzen Moment. In der Hoffnung, dass das dann schneller geht bis 20 Grad. Ja, die Leute in Bremen hier, die sind sehr für sich, sag ich jetzt einfach mal so. Obwohl das ja im Norddeutschen ist hier. Naja. 98, morgen fehlt es noch. Och Leute, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Will hier links und kann nicht links. So komm, bieg doch ab. Ja, da tut mir leid. Aber irgendwie ist der Herr hier betrunken. Oder so. Mein Gott. 20 Grad erreicht. Ist die Heizung auch komplett aus. So, komm, zieh hier hoch. So. Schuppidubidu. Guten Tag. Hier ist auch sowieso 30, also von daher lassen wir uns hier doch nicht, ne? Haben zwar eine Minute schon Verspätung, aber was sollen wir machen? Können wir jetzt hier auch nicht wie so ein Irrer heizen. So, hier ist die Ersatzhaltestelle, Gerd-Wolf-Straße. So. Moin. Hallo. Moin. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin, Tiet. Moin, moin. Kommen Sie rein. Einmal erwachsen, bitte. Einmal erwachsen. Kriegen wir hier hin. 3 Euro. Gibt es 7 Euro zurück. So, 4, 5, 6, 7. Ja, geben Sie mir ruhig Ihr ganzes Kleingeld. Ja, bitte. Kein Problem. Wir tauschen ja hier gerecht. So. Klar. Ja, 30 geht weiter. Umso besser und eine rote Ampel. Gustav Heinemann Bürgerhaus. Mein Gott. Na ja, können wir auch zur Ampel rollen. So einfach geht das.
Jubidu, Jubidum. Gleich geht die Heizung, glaube ich, wieder an bei 17 Grad. Außer wir heizen ein bisschen für uns hier vorne. Das geht na klar auch. Ja, das ist ja minimal aufgedreht hier. So. Besser. Hier ist, glaube ich, wieder 50. Schön mit 2 Minuten Verspätung. Ah ja. So ist das. Wenn die Ampel nicht mitspielen. So. Naja, eigentlich von der Füllmenge her geht's ja an Fahrgästen. Moin. Moin. Hallo. Moin. Moin, moin. Immerhin müssen wir hier nicht auf Verfrühung warten. Beziehungsweise die abwarten. Moin, Kollege. Bordstein. Jo. Alles klar. Ach Mensch, hier habe ich immer Probleme, dass Omsi abbraucht. Das ist immer so das Problem hier bei mir. Ich weiß aber auch nicht warum. Naja, immerhin sind wir jetzt gut durch. So. Stop it, please. Naja, schön den Zusatzspiegel da irgendwo. Irgendwo in Usbekistan. Jetzt hier hin. Elsfeld, Schwanenbeede. Aumunder Heide. Bahnhof Aumund fahren wir, glaube ich, auch. Ja, Bahnhof Aumund. Vielleicht wird da ein bisschen oder die Kiste. 95 Kronen. Moin, Kollege. Ups. Manchmal hat er immerhin das hier mit der Bremse. Moin. Moin. Moin, Tiet. Moin. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. 1500 Euro. Danke. Bitte. So. Ah, ich weiß nicht, ob wir die 2 Minuten noch rausfahren. Na, knapp. Glück zu werden wieder mit einer roten Ampel ist schön, ne? Ich und die roten Ampeln, wir sind Best Friends. So. Hier wird er voller, der Bus, Bahnhof Aumund. Moin, Mahlzeit. 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 Ich hätte gerne so eine Fahrkarte, so eine Kurzgeschichte damit. Kurzstrecke, jo. 40 und 2, ne? Hey, und 1. Vielen Dank. Jo.
Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. 1,50. Jo, 50 Cent wieder. Danke. Mahlzeit. Mahlzeit. Ey, mach mal die Heizung an. Ja, die Heizung ist an. Einmal erwachsen, Preisstufe 1, bitte. Jo, 3 Euro. 7 Euro zurück. Ja, geben Sie mir ruhig Ihr ganzes Kleingeld. Ja, das habt ihr schon mal gesagt. Gut, hinten habe ich schon zugemacht. So, gerade grüben. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen ja jetzt nicht geradeaus, ne? Ne, ist richtig. Ausnahmsweise. Ah, Augen zu und durch, oder wie war das? Ja, du bleibst da, danke. Das hat fast gerumst da hinten. Du mit deinem Benz, du kannst auch ein bisschen schneller fahren. Beziehungsweise bis 30. Was ist denn los? War das der Bordstein? So, kommen Sie rein. Moin. Moin. Hey, jo, was geht? Moin. Moin. So. WhatsApp zurückschreiben. Blumenhorster Straße. So. Gebusi. Gut, ab hier ist 30 wieder vorbei. Außer da kommt so ein Kollege, der schnell fährt. Ja, das passt doch nie in Leben. Ich bin hier schon ganz am Bordstein. Also einer hätte hier irgendwo anhalten müssen. Mein Gott. Die ist nicht so gesprächig, wollte ich gerade sagen. So, ne, ein bisschen nachdenken. Man sagt doch immer, KI ist intelligent. Aber irgendwie auch nicht. So. Alter Wunsch, ja. Moin. 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 Eine Tageskarte. Moin, bitte. Moin. Eine Tageskarte. Jo. 50 und 1. Danke. Haben wir heute schon den ganzen Tag gefühlt gemacht. So. Gut. Abfahrt. Stimmt, Klinikum Bremen oder Bremer Klinikum, da fahren wir auch mit. Nach dem Bremer Klinikum kommt dann Bahnhof Blumenthal, soweit ich das weiß. Ja, wir fahren hier aber trotzdem mit 2 Minuten Verspätung durch die Gegend. Naja, was sollen wir machen, ne? Wir können ja jetzt nicht fliegen. Jetzt wollen auch noch welche raus. Naja. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Jo. 60. Ja, geben Sie mir ruhig die ganze. Ja, kein Problem. Ich kann auch noch mehr rausdrücken. So. Das sollte nicht das Problem sein. Die Straßen sind hier auch so eng in Bremen. Ich
Klinikum wird gar nicht angesagt. Wieso das denn nicht? Moin. 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 Oh, die Vögel zwitschern hier schön. Eine Tageskarte per Stufe 1, bitte. Eine Tageskarte, jo. Kriegen wir hin. 8,50. Jo, 50 und 1. Danke. Bitte. So. Kurz mal Straßensperre hinter uns. Komm eh nicht weiter, also. So. Bahnhof Blumenthal. Schneller Flieger. Ja, das sind die Transporterfahrer. Und die Benzfahrer. Gut, ist ein Benz. So. Oh, das Wetter von morgen. Das ist gut zu wissen. Wieso fährst du nicht? Du hast einen grünen Pfeil. Komisch. Naja, dann bauen wir hier auch wieder Verspätung auf. Komisch, dass hier Blumenthal Bahnhof gar nicht dran steht. Na, dann wartet er halt bis grün ist. Hupen bringt doch auch nichts. So, jetzt fahr aber. Fußgänger lässt er noch rüber oder was? Nö, da fährt er, na klar. Das kann er. So. Bahnhof Blumenthal ist voll mit Spielern, beziehungsweise zwei. Hat er ganz schön zu kämpfen hier, der MAN. 40 Fahrgäste. So. Einmal Bahnhof Blumenthal Einfahrt. So, gleich hier ran. 95. Mahlzeit. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Hey, jo, was geht? Moin. Einmal erwachsen, Preisstufe 1, bitte. Einmal erwachsen, jo, 3 Euro. Danke. Bitte. Einmal erwachsen, Preisstufe 1, bitte. Jo. Mahlzeit. Moin. Mahlzeit. Moin. 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 Einmal erwachsen, Preisstufe 1 bitte. Jo, kriegen wir hin. Danke. Bitte. Moin, moin. Hallo, moin. Moin. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Jo, passt. Ich hätte gerne Tageskarte. Jo. 50 und 1. Das wird der neue Gag hier im Video. 50 und 1. So. Na gut, geleert hat der Bus sich auch nicht. Drei Fahrgäste weniger. So, dafür 3 Minuten gleich. Naja, wie schön ist das, ne? Anforderung ist da. Ist da. So, dann können wir einmal auf den Zettel hier looken,
Bahnhof Blumenthal. Wo sind wir denn? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 Haltestellen haben wir noch. Ups. Ah, da kommen wir rüber. Beziehungsweise wir haben jetzt erst Fahrt. Gute 3 Minuten Verspätung, ja. Das kann man sich loben. Durch Autofahrer, die nicht fahren wollen. Was schaltest du denn jetzt hier hin und her? So, Friesenbergstraße. Mahlzeit, moin. Ach, der Bus wird leerer. So. Einmal rechts rum, einmal links rum. Da hinten ist, glaube ich, wieder links. Nach Wasserturm. Die Sonne hier wieder rein. So. Purzelei ist hier auch. Ach, dass die Außenschiebetüren hier so laut sind. Hallo. Hallo. Ganz schön kalt hier drin. Ja, das tut mir leid. Dass es hier ganz schön kalt drin ist. Können wir hier nochmal die Zusatzheizung anmachen. So, passt. Was ist jetzt hier? 30. Ja, wir fahren einfach mal hier. Ja gut, jetzt ist hier 15. Letzte Tür bitte zu, danke. So, kommt die 95, glaube ich, wieder. Gesagt. Können wir die Zusatzheizung auch wieder ausmachen. Das nervt nämlich so ein bisschen. Zusatzheizung eigentlich gleich wieder an. Okay. Hallo, moin. Guten Tag. Guten Tag. So. Jo, direkt ein Grad wieder verloren, ne? Naja.
Eggestädter Straße, Haus Nummer 95, schätze ich. Und dann danach Endstation. Hier möchte keiner raus, haben auch nur noch drei Fahrgäste. So, hier war 30, Tatsache. Da ist Free. Da auch. Alles klar. So. Auch um sie kommen. Weiß gar nicht, wie man hier sonst fahren sollte. Trotzdem auf dem Betriebshof, schätze ich. So. Ja, zu spät, ne? Ja, genau. Wie ihr seht, ist der Betriebshof Blumenthal hier ein bisschen am Bauen oder Umbauen. Weiß ich auch nicht. Wir sollten aber jetzt trotzdem hier rauffahren, schätze ich, hier irgendwie. Ja, das machen wir nochmal. Und dann sind wir am Ende der Folge angelangt. So. Betriebshof Blumenthal. So, wie sollen wir denn hier rumfahren? Einfach hier zack, zack. Schätze ich mal. Einmal außen rum. Obwohl die Busse hier alle in einer anderen Fahrtrichtung stehen. Naja, wir fahren ja auch normalerweise gleich wieder weg, ne? So. Einmal in die Ecke und hier irgendwie rum. Ja, die Bäume stehen da klar ein bisschen doof hier. Das sollte aber passen da hinten. Jo. So. Ja. Dann machen wir den Gang raus, Motor aus, Feststellbremse rein. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine Ründchen Omsi 2 mit mir, dem Seveta Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ist es na klar, wie immer euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, sowie auch ein Google-Konto. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen dieses Videos. Haut rein, bleibt geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.